Seid gegrüßt. Was kann ich euch anbieten, Milord? So oder so ähnlich könnte es heißen, wenn in Dwarf Fortress Fremde vorbeischauen, die nur dein Bestes wollen. Dein Geld. In der heutigen Folge geht es ums Handeln. Kein außerordentlich schwieriges Thema, aber wir sollten zumindest mal drüber gesprochen haben. Ich bin Markus und nach dem Intro geht's los. Aus welchem Grund sollte man eigentlich handeln in Dwarf Fortress? Der beste Grund zum Handeln sind fehlende Waren, die derzeit oder überhaupt nicht hergestellt werden können. Das beste Beispiel aus meinem vorherigen Video sind die Bögen und Pfeile. Die Zwerge können sie zwar problemlos benutzen, aber sie selbst herzustellen ist wiederum nicht möglich. Aber auch wenn man noch nicht so weit ist, dass man auf Metall gestoßen ist oder die Umgebung überhaupt kein Metall hergibt, bekommt man so die Möglichkeit, dennoch ordentliche Waffen herzustellen. Und mit wem handelt man dann genau? Bis zu dreimal im Jahr kommen Händler vorbei, um dir ihre Waren anzubieten. Das sind im Frühling die Elfen, im Sommer die Menschen und die Zwergenhändler kommen im Herbst. Im Winter bleibt der Handel aus, da die Kutschen vermutlich im Schnee stecken bleiben oder die Völker irgendwelche anderen Probleme haben. Wie auch immer, die Zwergenhändler im Herbst sind im Normalfall immer die Ersten, die bei dir an die Tür klopfen werden. Voraussetzung fürs Handeln ist ein Handelsdepot. Falls du im ersten Herbst noch kein Depot haben solltest, wirst du beim Eintreffen der Händler darauf hingewiesen. Das Depot kann außen in der Vegetation gebaut werden, wo es für den Händler einfacher zugänglich ist. Aber auch innen in einem eventuell deutlich geschützteren und vielleicht sogar bewachten Bereich. Du solltest nur darauf achten, dass die Karawane auch zum Ort des Depots durchdringen kann. Das heißt, ein dreiteil breiter Weg sollte immer frei bleiben. Bevor im ersten Herbst das erste Mal mit einem Händler gehandelt werden kann, muss noch etwas Papierkram erledigt werden. Ein Handelsvertrag muss aufgesetzt werden. In diesem wird vereinbart, wie wichtig dir welche Art von Ware ist. Dazu kannst du in den verschiedenen Kategorien die Waren einzeln mit Prioritäten versehen. Von der gewählten Priorität ist dann einerseits abhängig, was der Händler bei seiner nächsten Ankunft mitbringt, jedoch aber eben auch der jeweilige Preis der geforderten Produkte. Das gleiche bietet dir der Händler auch an, indem er dir mitteilt, welche Produkte für ihn wiederum wichtig sind. Mit diesen kannst du dann die besten Deals herausholen. Ist also nun die Voraussetzung erfüllt, dass ein Depot gebaut wurde und ein Händler eingecheckt hat, müssen nun vor Beginn des Handelns erst die Tauschwaren zum Depot gebracht werden. In dem Depotmenü können mit Move to Depot die Waren über mehrere Kategorien ausgewählt und mit Enter für den Transport markiert werden. Die Markierung kann man an dem Pending erkennen. Durch jeden einzelnen Gegenstand wird ein Transportjob erzeugt. Sobald der Gegenstand am Depot liegt, wird er mit Trading markiert. Übrigens kann dieses Move to Depot-Menü auch mit der Maus gesteuert werden. Rechtsklick zum Scrollen, Linksklick zum Markieren des Gegenstands. Linksklick auf die Kategorie zum Auswählen. Und ein zweiter Linksklick auf die gerade aktive Kategorie, um darin alle befindlichen Waren zu markieren, beziehungsweise die aktuelle Auswahl genau umzukehren. Aber das ist ja langweilig. Ich wollte es nur mal am Rande erwähnt haben. Mit dem Handeln selbst sollte man sich nicht zu lange Zeit lassen, denn Händler bleiben immer nur exakt 28 Tage, bis sie wieder auf ihre Reise aufbrechen. Das Handeln kann also gestartet werden, nachdem einer deiner Zwerge das Depot zum Handeln erreicht hat. Man kann ihn dort anfordern mit Trader Requested at Depot. Allerdings sollte ein ernannter Broker den Handel vornehmen, welcher am besten geschickt im Handeln ist und so bessere Preise bzw. Tauschverhältnisse erzielen kann. Sobald man einen Broker ernannt hat, sollte auch explizit dieser immer zum Handeln ans Depot geschickt werden. Das geht mit der Option Only Broker May Trade. Wenn ein anderer im Vergleich mit dem Broker ungeschickterer Zwerg handelt, sind eventuell nur schlechtere Deals möglich. Wenn der Nicht-Broker-Zwerg allerdings beim Handeln besser als der Broker werden sollte, wird dennoch nur der Skill des Brokers verwendet. Daher sollte immer der Zwerg mit dem besten Appraisal-Skill als Broker eingesetzt werden. Ich lasse also erst einmal meinen neu ernannten und unerfahrenen Broker-Zwerg handeln und starte mit T den Handel. Spannend ist, dass man, wenn man anfangs als erstes mit anderen Völkern, wie den Menschen oder den Elfen handelt, überhaupt keine Preise sieht. Weder von seiner eigenen Ware,
noch von der des Händlers. Rechts neben der Ware wird allerdings eine Zahl angezeigt. Wer nun wie ich anfangs denkt, ah, natürlich, der Preis der Ware, den muss ich leider enttäuschen, da es sich hierbei nur um das Gewicht der Ware handelt. Aber auch wenn man die Preise anfangs nicht sehen kann, weiß der Händler jedoch natürlich genau Bescheid, wann man ihm Mist andrehen will und teilt dir auch mit, sobald es ein Verlustgeschäft für ihn wird. Bei meinen ersten Handelsversuchen habe ich mich gefreut wie beim Kindergeburtstag im Bällebad, weil ich so einen riesen Reibach beim ersten Deal gemacht habe und mit einem dicken Plus rausgekommen bin. Dabei habe ich einfach nur leichte und teure Ware abgegeben und gegen schweres, billiges Zeug eingetauscht. Okay, mittlerweile bin ich schlauer. Ein Händler verkauft niemals mit Verlust. Damit man die Preise sieht, benötigt man einen Zwerg mit dem Appraisal Skill, also jemand, der Preise abschätzen kann, und zwar mindestens auf Stufe 1, also Novize, die Stufe nach Dabbling. Das ist der wichtigste Skill, den ein Broker benötigt. Meist hat man so einen Zwerg anfangs überhaupt nicht. Das ist aber nicht so schlimm, denn diesen Skill erhöht ein Zwerg automatisch beim Handeln. Jetzt handle ich allerdings mit den Zwergen. Und hier gibt es den großen Vorteil, dass mein Broker mit seinem nicht vorhandenen Appraisal Skill direkt von Stufe 0 auf Stufe 4 katapultiert wird, sobald ich den Händlerbildschirm aufrufe. Daher sehe ich direkt die Preise. Der Bildschirm ist so aufgebaut, dass links die Waren des Händlers und rechts deine zum Depot gebrachten Waren zu sehen sind. Mit Enter kann eine Ware zum Handel markiert werden. Unten wird der ausgewählte Gesamtwert beider Seiten angezeigt. Links unter der Händlerliste zudem noch der Profit des Händlers. Ein Händler möchte bei einem Geschäft immer Gewinn machen. Wie viel bzw. wie wenig Gewinn er noch akzeptiert, hängt von der Laune des Händlers und vom Skill des Zwerges ab. Dem Händler sollte man jedoch genügend Profit lassen, da so die Handelskarawane des Volkes im Folgejahr auch deutlich üppiger ausfallen wird, als wenn ihm nur wenig Profit gelassen wird. Bei Zwergen scheint, Gerüchten zufolge, zudem die Zahl der Immigranten vom Gewinn des Händlers abhängig zu sein. Anfangs möchte der Händler 100% Profit machen. Er möchte also doppelt so viel an Wert zurückhaben, wie wir von ihm beziehen, um glücklich mit dem Geschäft zu sein. Anschließend, wenn er in ekstatischer Laune ist, in den nächsten Deals den Profit langsam senken, zum Beispiel auf die Hälfte. Und wenn möglich, an seiner Reaktion ablesen, wie weit man wohl noch gehen kann. Die Händlerlaune wird verändert durch die angebotenen Deals. Der Skill Judge of Intent ist wichtig, um die Laune des Händlers zu deuten und ist damit der zweitwichtigste Skill eines Brokers. Ist der Skill ebenfalls mindestens auf Stufe Novize, wird durch eine Zeile im oberen Bereich des Händlerbildschirms angezeigt, wie die Laune des Händlers derzeit ist. Verkaufen ist aber auch nicht unendlich möglich, selbst wenn man seine Ware zum Spottpreis loswerden möchte. Das maximale Gewicht, welches der Händler noch transportieren kann, limitiert die verkaufbaren Waren. Gleichzeitiger Kauf wirkt sich zwar positiv auf das noch offene Gewicht aus, aber irgendwann erreichst du die Grenze. Ich wähle also ein paar Gegenstände vom Händler aus und zum Tausch ein paar von mir. Achte darauf, das Wertverhältnis 2:1 einzuhalten und schließe das Geschäft mit T ab. Der Händler bedankt sich in diesem Fall mit "Ah, wonderful, thank you for your business." Anstatt das Tauschgeschäft abzuschließen, können aber auch Gegenstände vom Händler beschlagnahmt werden. Mit S kann im Handelsfenster jede beliebige markierte Ware beschlagnahmt werden, wenn es sich nicht gerade um einen Zwergenhändler handelt. Der Händler kann dich zwar nicht davon abhalten, ist aber, nachdem man die Beschlagnahmungsaktion mit ihm durchgezogen hat, auch umgehend wieder weg. Jetzt ist nicht nur der Händler sauer. Das Beschlagnahmen von Handelsgegenständen führt zu diplomatischen Problemen und gegebenenfalls auch zum Krieg. Aber auch generell fehlende Ware. Am Ende des Tages ist entscheidend, wie viel des Wertes der zu dir entsandten Ware wieder beim entsendenden Volk ankommt. Ist der zurückkehrende Wert gleich oder höher, ist alles okay. Ist er niedriger durch Beschlagnahmung, Diebstahl oder auch durch einen nicht selbstverschuldeten Überfall, kann es sein, dass im Folgejahr keine Händler, sondern alternativ ein Überfallkommando vorbeikommt. Außer bei Zwergen, da man mit seinem eigenen Volk keine diplomatischen Probleme bekommen kann. Aber daher kann es durchaus sinnvoll sein, dafür zu sorgen, dass der Händler auch außerhalb der Festungsumgebung ein sicheres Geleit erhält. Mit Offer kann Ware hingegen verschenkt werden. Das hat den gegenteiligen Effekt zum Beschlagnahmen. Es verbessert die Beziehung zu dem Volk, die Laune des Händlers und auch die Auswahl an guten Gegenständen bei der Ankunft des Händlers im nächsten Jahr. Nachdem man dann alle Geschäfte abgeschlossen hat und der Händler wieder losgezogen ist, stehen alle Handelswaren wieder frei zur Verfügung. Dann werden alle Handelsgegenstände, deine nicht verkauften, wie auch die neu erworbenen, wieder automatisch von deinen Zwergen zu ihrem Lager gebracht.
Zum Ende noch ein paar abschließende Tipps und der wohl wichtigste vorweg. Du darfst Elfen alles, nur keine Holzgegenstände anbieten. Und auch keine, die Holz bei ihrer Entstehung benötigen. Zum Beispiel durch Verbrennen wie bei der Glasproduktion. Das verbieten die uralten Bräuche und Sitten des Volkes. Sie akzeptieren nur Holzgegenstände, welche sie selbst als diese Gegenstände haben wachsen lassen. Also aus sogenanntem Grown Wood. Das ist wohl auch der Grund dafür, warum Elfen immer ohne Kutsche ankommen und daher nur ein geringes Gesamtgewicht mit sich führen können. Reine Metallgegenstände kann man ihnen hingegen anbieten. Das ist wieder okay, obwohl dafür Holz verbrannt wurde. Elfen haben aber auch sowas von keine Ahnung vom Schmieden. Dein Broker sollte in der Zeit des Handelns nicht von seinem Beruf abgelenkt werden. Das Handeln am Depot hat für die Zwerge eine sehr niedrige Priorität. Es empfiehlt sich daher, den Beruf während der Zeit des Handelns zu deaktivieren. Oder man weist den Zwerg einem Burrow zu, also einen festen Aufenthaltsbereich, welcher nur das Depot beinhaltet. Dann bleibt er auf jeden Fall dort. Wenn man dem Burrow übrigens weitere Zwerge zuweist und sie dazu bewegt, sich auch dort einzufinden und sie so beim Handeln zusehen lässt, werden sie dadurch auch trainiert. Ach ja, und besonders im Außenbereich immer schön vor Kobolddieben oder anderen diebischen Kreaturen aufpassen. Schnell kommt es vor, dass sich ein Dieb von deinen Waren bedient, was oft auch erst viel zu spät auffällt, nachdem sich der Kobold bereits mit deiner Ware von dannen gemacht hat. Das Depot daher am besten immer bewachen lassen, Tiere in der Nähe halten oder Wachhunde anbinden. Diese sollten früh genug anschlagen, den Dieb enttarnen und ihn damit meist verscheuchen. So, das war's auch schon wieder. Ich sag ja, wenn man es zumindest einmal gesehen hat, ist der Handel in Dwarf Fortress nicht übermäßig komplex. Wichtig ist, immer möglichst denselben Broker einzusetzen, die Laune des Händlers ein wenig im Auge zu behalten und den Elfen bloß kein Holz anzudrehen. Wenn ich doch etwas Essentielles ausgelassen haben sollte, lass uns gerne wieder in den Kommentaren oder auf Discord darüber quatschen. Wenn dir das Video ansonsten gefallen hat, freue ich mich wieder über ein Like oder ein Abo. Denk an die Glocke, damit du bei neuen Videos direkt benachrichtigt wirst. Genieß den Tag und bis zum nächsten Video.